Erfrischend, überraschend Neues, gemischt mit, ja, mit den einigen der Höhepunkten überhaupt, von berührenden Höhepunkten der gesamten Musikliteratur, wie Schubert Streichquartett, Beethoven Streichquartett. Also ein Programm, das, glaube ich, sehr, sehr speziell einerseits ist, aber andererseits auch sehr anspricht und das eben, glaube ich, diesen Räumlichkeiten gut tut. Man kann sich jetzt fragen, Sie wissen ja, die meisten von Ihnen wissen, kennen ja die Programme der letzten Jahre und auch Auftritte von Topstars wie Guido und Krämer und Alfred Brendel und so weiter. Und man mag sich ein bisschen fragen, ja, wo sind die jetzt im heurigen Programm? Wir haben uns ganz bewusst eigentlich für ein Programm entschieden, das ganz auf die Kraft der Kollektive und der Stücke setzt und nicht so sehr auf die ganz, ganz großen Star-Namen. Wir haben uns mittlerweile etablieren können als ein Festival, das sehr, sehr gut angenommen worden ist, wo sehr viele Leute hingehen, und aus vielen Rückmeldungen weiß ich, dass auch diese Leute wirklich wegen der Musik kommen und nicht um irgendwo eben einen Alfred Brendel mehr gesehen als gehört zu haben. Es geht hier, glaube ich, auch dem Publikum wirklich um ein substanzielles Musikerlebnis. Und wie schon Andreas Braun gesagt hat, verweist natürlich Musik nicht nur auf die Musik selber. Es gibt da ein passendes Zitat, ich glaube, von Hans Eisler dazu. Das heißt, wer nur von Musik etwas versteht, versteht auch davon nichts. Weil Musik verweist natürlich immer auf die ganze Welt und auf die ganze Zeit, in der sie entsteht, in der sie rezipiert wird. Sie verweist auf uns selber sowohl als auch auf die Außenwelt, auf die Gesellschaft, auf die Politik.